Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mousecraft. Ja, die erste Seite haben wir überstanden und ehrlich gesagt, so langsam bekomme ich ein bisschen Panik, weil man kennt das ja. Normalerweise geht die ja, Stufe der Schwierigkeit dann irgendwann so richtig in die Höhe und ich habe, wie gesagt, ein bisschen Panik, wie es weitergeht. Aber ich gebe natürlich trotzdem mein Bestes. So, was haben wir denn hier? Die Mäuse. Wo ist überhaupt das Ziel? Moment, wie konnte ich das nochmal? Nee, damit kann ich auswählen. Achso, hiermit geht das. Da müsste dann der Käse kommen. Das heißt, die müssen auf jeden Fall hier hinten hin. Das Problem ist. Ich habe nichts, um die hier zu stoppen. Wenn das runterfallen würde. Aber wenn ich das explodieren lasse, dann fällt das nicht runter, sondern dann explodiert das ja und ist weg, ne? Wobei, naja, wenn ich das explodieren lassen würde, wenn hier oben einer wäre, dann müssten die ja auch alle safe sein. Das heißt, die Bombe müsste ich mir für hier theoretisch aufbewahren. Das heißt, die kommen hier so weit hoch, kämen aber hier nicht hoch. Das heißt, da müsste ich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ach so, da ist eine Bombe. Das heißt, wir müssten das nach hier machen. Was aber eigentlich doof war. Moment, Moment, ich setze das nochmal eben zurück. Ich konnte das doch drehen, oder? Ja, wenn ich das jetzt so hinsetzen würde, dann würden die da oben die Bombe kriegen. Nee, würden die nicht kriegen. Da müsste ich das so hinsetzen. Das würde aber. Kommen die denn überhaupt noch da raus? Müssten wir jetzt mal ausprobieren, ob die da dann überhaupt noch rauskommen. Dann würden die hier die Bombe kriegen und hier wäre alles normal, wenn ich das mit der Bombe explodieren lassen würde. Aber wie kommen die dann hier hin? Das ist doof. Also da oben das Blaue, das kriegen wir noch irgendwie hin, dass wir die holen. Wenn die dann hier runterfallen, dann dementsprechend das Blaue auch. Aber wie kriege ich das dann hin, dass die hier wieder zurückgehen? Das müsste ich dann doch eigentlich machen, indem ich hier. Kann ich den so da draufstellen? Nee, oder? Nee, das will er jetzt nicht. Eigentlich müsste ich das machen, indem ich das hier blockiere, aber ich kann es nicht blockieren, weil ich kann es nur höher machen. Andererseits, wenn ich das hier blockiere, aber da muss ich wirklich das Timing haben, dass die Maus das genau erwischt. In dem Moment muss das explodieren. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit dem Timing. Bin ich ganz ehrlich? Oh Gott. So, Mäuschen, hoch mit dir. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Perfekt. Hol mir noch die Bombe. Ja, sehr, sehr geil. Oh mein Gott, da kann ich eben noch was drauf trinken. Sehr gut. Einen drauf trinken hörte sich so wie Alkohol an, deswegen. Also keine Sorge, ich habe nur Wasser hier. Oh, mega. Okay, auf ins Nächste. So. Wir müssen. Was haben wir denn? Wir haben eins zum Abfedern. Wir müssen. Ah, ihr wollt mich doch verarschen. Also. Kann man die denn da am besten stapeln?
Also theoretischerweise. Aber das funktioniert alles nicht. Also wenn wir das hier unten hinmachen würden. Das Problem ist, das sind halt vier Teile. Dann könnte man das noch da drüber setzen. Nee, das wäre aber auch, das könnte man nicht wirklich machen. Könnte man die mit der 11-Form da drüber setzen, aber dann würden die oben nicht mehr weiterkommen. Oder wir machen das hier. Dann wäre das mit der 11-Form da, aber dann würden die nicht zu dem blauen hinkommen. Schwierig. Das ist jetzt wirklich schwierig. Also zum einen ist hier links natürlich noch einer, den hätte ich jetzt auch gerne. Den müssten wir dann in dem Moment kriegen, wenn die dann wieder zurückgehen. Ja, wobei der linke, das ist, glaube ich, ach nee, wenn wir den hier zumachen würden, dann würden die drei dürfen hier fallen, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann würden die da drei runterfallen, da drei runterfallen, das ist soweit okay. Aber. Aber ich krieg die halt nicht mehr hoch. Also, dass die dann hier oben und den anderen blauen machen. Ich würde die aber auf jeden Fall wieder hochkriegen, dass sie da oben hinkommen. Also abschließen können wir das auf jeden Fall. Das können wir mal eben machen. Ich weiß halt nur nicht, ob wir das. Ach, Moment, da haben wir zwei von. Ach, da haben wir zwei von. Das habe ich gar nicht gesehen. Moment, das wäre dann bis da. Ja, aber das geht so oder so nicht, weil ich müsste, wenn, dann hier unten anfangen. Und dann hätte ich das da. Moment. Wenn. Müsste ich so, dann hätte ich 1, 2, 3, 4. Gut, ich könnte theoretisch den Glibber da machen, aber den brauche ich, glaube ich, damit die hier unten runterfallen können. Ich glaube nicht, dass sie dann. Kommen die da auf der Platte aus oder fallen die an der Platte vorbei? Das ist die große Frage. Ich versuche das mal eben so zu bauen, wie ich mir das jetzt gerade gedacht habe. So, Moment, dann würde das ja theoretisch gehen. Dann müssten die das, aber dann würden die da oben. Ja, gut, die könnte man runterfallen lassen. Das würde genau hinhauen, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so richtig ist, wie ich das haben will. Aber wir probieren es trotzdem. So, theoretisch müssten die hier ja durchfallen. Hoffe ich zumindest. Es sei denn, die gehen jetzt direkt zum Käse. Dann wäre zwar das Level abgeschlossen, aber es wäre natürlich doof, weil wir da nicht alles hätten. Nee, nee, sie fallen runter. Okay. Okay, dann holt mir hier die Bombe. Wenn mich da nämlich nicht alles täuscht, müssten die so perfekt fallen. Genau. Oh, ist das geil. Ist das geil. Es dauert immer ein bisschen was, bis ich drauf komme, aber meistens kriege ich es hin. Okay, perfekt. Ja, das können wir jetzt ein bisschen schneller machen hier. Ja, schreibt dir das mal schön auf, ne? Schreibt dir das schön auf. Was haben wir denn hier? Water Obstacle. Unlock Water Obstacle Feature. Achtung, Hindernis. Wasserhindernis. Mäuse und Redbots können 10 Sekunden unter Wasser bleiben. Dann geht ihnen die Luft aus. Ach du Scheiße, ich ahne ganz Schreckliches. Wasserhindernisse dämpfen den Fall der Mäuse und verlangsamen sie. Okay, verlangsamen
Ist natürlich blöd wegen den 10 Sekunden, aber dämpfen den Fall der Mäuse. Ich hoffe mal, das ist so wie bei diesem Gelee gedacht. Also, dass das nicht nur weniger aushält, was die runterfallen können, sondern egal wie viel. Aber das mit dem Wasser macht mir trotzdem Sorgen. Die können 10 Sekunden unter Wasser sein. Mäuse halten 10 Sekunden unter Wasser aus. Staple Blöcke, um sie zu retten. Okay, ja gut, theoretisch ist das möglich. Praktisch... Ja, doch, eine Bombe habe ich drin. Das ist... Eigentlich sollte das ein einfaches Level sein, oder? Ich habe zwei... Achso, ich habe zwei von denen. Ja, dann ist es ja eigentlich noch einfacher, oder nicht? Das einmal umdrehen. Dann sind die hier eh nicht mehr unter Wasser. Dann fallen die hier runter. Und mit der Bombe kann ich das dann... Das kann ich aber jetzt schon machen. Ach, kann ich... Moment. Ach, shit. Dann hätte ich... Moment, das setze ich nochmal eben zurück. Das setze ich nochmal... Also, theoretisch würde das ja ausreichen, wenn die nur ein Ding hier hätten. Warum ist das hier so schnell? Wenn ich das jetzt runterfallen lasse... Ach, da ist auch noch einer. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Wenn ich das jetzt runterfallen lasse, dann ist das Teil hier unten... Das können wir ja mal angucken hier. Und dann müsste ich das dementsprechend so setzen. Ich hoffe, dass das mit den 10 Sekunden hinhaut. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oh mein Gott. 10. Oh, wie lang. Ach ja, die sind langsamer, ne? Jetzt fangen die 10 Sekunden wieder an. Okay. Sind aber nur 5 Sekunden. Das ist gut. Gut. Sehr gut. Das könnte noch problematisch werden hier. Oh, bitte. Lass es nicht unter 10 Sekunden sein. Beziehungsweise nicht unter 9 Sekunden sein. Okay. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt tatsächlich ist. Ob wir jetzt alles mitnehmen können oder ob die Mäuse dann doch noch verrecken. Aber die waren auf einmal so langsam. Oh. Alter, dein Ernst? Moment. Die werden da erstmal sterben. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben so ein langes Teil. Ach so, der stirbt. Oh, okay, Moment. Moment. Ah nee, dann kommt er aber trotzdem da. Da kommt er. Wir können einen senkrecht machen, damit wir den erstmal tot kriegen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Wenn ich das so lasse, dann laufen die zum Blauen und laufen zurück. Wenn ich den dann wegmache... Ach, da unten ist ja auch noch einer. Wir haben auch keine Bomben hier, ne? Dann kann ich den gar nicht weg... Doch, da oben. Ach, da oben ist eine Bombe. Da müssten die quasi unten durch das ganze Wasser durch. Es sei denn, ich würde da ein neues legen. Okay, das würde gehen. Das würde gehen. Die Frage ist jetzt nur, dann brauche ich nämlich beide Klötze. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das hier so lassen. Was dann aber gleichzeitig heißt, wenn die jetzt... Das Wasser macht mir halt ein bisschen Sorgen. Ich würde den hier gerne weghaben. Die Frage ist, wenn die jetzt zurücklaufen... Wenn der jetzt hier ist und ich mache dann das Ding da oben kaputt, falls ich das überhaupt kann, dann macht der 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, naja. Das Problem ist, der wäre dann hier unten. Kann er mich hier im Wasser, dann kann er mich auch kaputt. Ach, ich habe doch jetzt schon. Nein. Ich muss mal eben was ausprobieren. Der geht dann ja kaputt. Dann war das jetzt eigentlich doof, was ich gemacht habe. Ja, ja. Ja, okay. Moment, dann machen wir es ein bisschen anders, weil ich habe das jetzt dummerweise hier oben schon reingelegt. Also, wir machen das jetzt erstmal hier kaputt. Damit der erstmal verreckt. So. Na, jetzt gehe ich schon kaputt hier. Wieso ist jetzt das Blaue? Moment, drei Blaue? Achso, da ist noch einer. So, das heißt, wir müssen das auf jeden Fall wieder reinmachen. Das heißt, die laufen jetzt alle nach oben, holen das eine. Laufen dann alle wieder zurück. Dann... Ach so, dann kommen die da aber nicht mehr. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich hätte die Bombe. Ich muss das doch gleichzeitig nutzen, ne? Das ist ein Risiko, aber wir müssen es ausprobieren. Wir probieren es einfach mal aus, wenn der hier unten ist. So, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das sind drei Mäuse. Läuft der natürlich genau an der falschen Stelle rum. Ja, jetzt sind die da. Ah, es ist doch doof. Jetzt sind die genau über ihm. Wenn ich jetzt den zerstöre. Nee, ich will das raushaben. So. Das legen wir drauf. Wie kann ich denn... So. Nein! Was macht der denn? Wieso läuft der jetzt da unten hin? Wollt ihr mich jetzt veräppeln hier? Warum springt diese dämliche Maus, obwohl da was im Weg liegt, noch da durch? Ja, ist doch nicht euer Ernst. Ihr Blödmäuse. Echt. Ja, da winkt er mir ja auch noch so zu. Das sind wirklich Blödmäuse, sind das mehr nicht. So, ihr müsst jetzt erstmal in die andere Richtung gehen. Ihr müsst jetzt beide auf der anderen Seite sein. Los, hopp, hoppel die hopp, hopp. Da müsst ihr nämlich jetzt weiter nach links durchgehen, damit ihr das Blaue zumindest noch kriegt. Genau. Und jetzt schnell wieder zurück. Nee, da ist nichts. Geh weiter. Schneller. Schneller. Ja, also zumindest zwei haben wir. Aber das ist doch auch so ein Idiot gewesen. Also ich denke, dass das tatsächlich die Möglichkeit ist, wie man das hier machen muss. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das besser hinkriege. Das Problem ist, wann lässt man die Mäuse raus? Lässt man die sofort raus? Damit die halt eine andere, also nicht direkt da sind, wo er dann, wo die andere Maus eben auch ist. Eigentlich müsste man die rauslassen in dem Moment, wo er zurückgeht, schätze ich mal. Ich probiere das jetzt noch einmal kurz aus. So, ich probiere das jetzt einmal aus, ob wir das jetzt hinkriegen, so vom Zeitlichen her, wenn wir das jetzt anders machen.
Wenn er dann rechts gerade nach links am Gehen ist, dann müsste ich das theoretisch machen können. Theoretisch. Jetzt sind die natürlich alle nacheinander. So. Ach so, kann ich jetzt nicht. Okay. Jetzt. Nee, das muss frei. Nee, Moment. Das muss dahin, genau. So. Okay. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl gerade. Gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Ja, kommt. Schnell raus, ihr Mäuschen. Oh, lauf, 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 lauf. Ich meine, im Endeffekt reicht ja, wenn eine Maus nach links läuft, aber, ne? So, okay. Also das Timing war beim ersten Mal nicht so perfekt. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert auf jeden Fall, dass man alle kriegt und dass man alle ins Ziel reinbekommt. Oh, sehr gut. Sehr, sehr geil. Okay, dann haben wir hier das Ziel oben. Da sind zwei blaue. Rechts ist ein blaues. Hier hört das auf, nehme ich mal an. Das heißt, wenn wir das hier oben kaputt machen, würde der hier unten schon mal zwei hoch sein. Bringt uns aber nur was, wenn wir hier unten einen Vierer noch drin haben. Dann könnte man hier wieder hochgehen, aber dann kämen die nicht aus dem Wasser raus, ne? Und die andere Frage wäre, wie kommen die hier hoch? Das sind drei, die dazwischen sind. Das heißt, man müsste auf jeden Fall. Ach so, Moment, ich habe vier von denen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vier von den langen. Also hier bin ich überzeugt, dass wir da auf jeden Fall ein langes drauflegen müssen. Dass wir dann, wenn die hier irgendwie, keine Ahnung, wie rumlaufen, vielleicht sogar hier oben rumlaufen, ich weiß, obwohl das ist auch Blödsinn, weil die müssen ja irgendwie dann, also den hier zu kriegen, ah doch, das wäre auch ein bisschen kompliziert, weil da müssten wir das vorher unten abstoßen. Obwohl, das würde auch noch gehen, wenn wir es senkrecht machen und dann so einen quer. Das würde noch gehen. Das Problem ist nur, entweder lassen wir das hier weg, was ich persönlich wieder doof finden würde, weil es dann natürlich wieder was ist, was wir nicht kriegen. Oder die müssten tatsächlich hier oben rum, hier einmal runterfallen und dann direkt hier hochbauen. Also hier zum Beispiel blinkt nochmal. Eins, zwei, drei. Ja. Ja, gut, ein Vierer könnte man theoretisch da reinlegen. Vierer, dann hier eine Reihe, da eine Reihe, dann hätten wir aber trotzdem nach oben zu wenig. Wir haben nichts, womit wir da hochbauen können. Wenn wir das jetzt hier so machen würden, in Vierer, das wäre ja soweit okay. Ach so, doch, 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 das würde reichen. Die Frage ist, haben wir da noch genug, um hier hochzubauen? Das ist halt das Problem. Also, dann haben wir zwangsläufig, dass wir den so machen müssen. Wenn der jetzt hier runterfällt, dann käme der hier. Die Frage ist, soll der dann auch da? Weil der würde dann nicht hier. Ach so, doch. Wenn wir das wegsprengen, dann würde das ja unten sein. Und dann kämen die hier wieder hoch.
Dann würden wir hier den Vierer machen, damit die rüberkommen. Das wäre auch noch nicht das Problem. Nur erstens, wir bräuchten dann hier was. Von mir ist auch den Vierer. Also einen Vierer brauchen wir hier noch. Den zweiten Vierer bräuchten wir hier. Das heißt, wir müssten mit den beiden das so hinkriegen, dass wir da hochbauen können. Was kompliziert wird, weil wir haben immer zwei. Ach so, man kann den nicht machen. Wenn wir den so machen, dann wäre der zwei hoch. Ah nee, Moment. Wenn wir den so machen. Und die zwei großen brauchen wir da. Wenn wir den so machen, würde es genau hinkommen. Weil dann würden nämlich hier hoch. Dann holen die hier die Bombe. Fallen hier runter, gehen hier hoch. Mit der Bombe muss ich hier oben das Ding vorher wegmachen. Die drehen dann wieder um. Dann mache ich hier den ersten Vierer hin. Ja. Ich brauche erstmal die Bombe. Moment. So, mit der Bombe mache ich das Ding hier oben weg. Dann fällt das runter. Jetzt muss ich mal eben gucken, wann muss ich jetzt stoppen. Ich muss stoppen, wenn unten die Maus... Ja, im Prinzip, wenn die rechts sind und unten keine eingeklemmt ist. Ja, die sind jetzt da alle etwas langsamer. Das heißt, ich muss im Endeffekt stoppen, wenn die letzte genau da drauf ist. Dann mache ich das zu. Dann mache ich das zu. Und dann kann ich laufen lassen. So. Oh mein Gott. Das hat geklappt. Gut. Also es dauert am Anfang immer ein bisschen, bis ich das dann nachgedacht habe, was ich überhaupt machen muss und so weiter. Das ist, ja. Wir schauen mal eben ganz schnell, wo wir jetzt eigentlich gerade sind. Ja, ich würde sagen, die Seite, da brauchen wir dann auch ein bisschen länger für. Wir sind jetzt gerade bei 26. Dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich erstmal einen kleinen Cut. Und dann werden wir in der nächsten Folge mit Level 26 wieder einsteigen. Dass wir immer so ungefähr 5 Level machen. Je nachdem, wie lange das natürlich dauert pro Folge. Ich denke mal, das ist okay, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das würde genau auskommen dann im Endeffekt. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, wie ihr die Level fandet oder wie ihr überhaupt das Spiel findet oder wie ihr generell zu Indie-Games steht, weil das ist ja auch wieder ein Indie-Game. Dazu könnt ihr natürlich dann auch gerne nochmal auf meinem Blog vorbeischauen, indiegames.blog. Und da werdet ihr dann mit der Zeit ganz viele Indie-Games finden, die vorgestellt wurden. Und wir haben auch eine eigene YouTube-Seite davon. Und da werden dann die Trailer von hochgeladen von wirklich tollen Spielen. Allerdings nur die, wo auch wirklich die Entwickler ihre Bestätigung für gegeben haben, weil ich möchte mich da ja auch rechtlich absichern. Und ja, also wie gesagt, ich bin ganz, ganz großer Indie-Gamer geworden. Und freue mich sehr, sehr darauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen zu Kapitel 26 von Mousecraft. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.